Wir sind zurück in Braunschweig am Montagabend mit dem Spiel des ersten gegen den vierten, 0:0 zur Halbzeit. Stuttgart allerdings deutlich besser, keine Wechsel auf beiden Seiten. Und wir sind gespannt, was beide Mannschaften jetzt nach dem Wechsel zeigen, welche Worte die Trainer gefunden haben. Gerade Braunschweig muss sich an die ersten Minuten erinnern. Da haben sie sich wunderschön durchkombiniert, große Chancen kreiert, haben zwar selten wirklich aufs Tor geschossen, aber in der Anfangsphase zumindest das Spiel kontrolliert. Das war zum Ende der ersten Halbzeit ganz anders. Da hat Stuttgart nach Belieben sich mit Pässen durchkombiniert, hat nur das Tor verpasst, hatte aber große Chancen. Tirode Asano und auch Christian Gentner. Kombeda. Hängen geblieben an Baumgartel, der rausgerückt ist, weil Zimmer zentral war. Auch das stimmt, die Absprache zwischen den beiden jungen Verteidigern, zwischen Jean Zimmer, der aus Kaiserslautern kam, und dem aus der Jugend aufgerückten Timo Baumgartel. Bei Stuttgart. Viel Platz für Mané. Das bleibt das Problem. Dieser schnelle Carlos Mané, den bekommen sie nicht kontrolliert. Asano sucht und wartet auf Brekalo. Gentner, klasse den Ball behauptet. Die große Chance für Asano. Fehler ist kein ausgenutzt. Das ist das Tor für Stuttgart. Hochverdient. Takuma Asano trifft für den VfB. Klasse Vorarbeit von Gentner, durchgedribbelt von Brekalo. Und es ist das wichtige Tor für Stuttgart. Tabellenführung klar untermauert. Die nächsten Punkte werden es für den VfB ganz klar entscheiden. Dieser Patzer von Ofosaje. Gentner dann gegen Walswig durchgesetzt. Asano macht es eiskalt im Duell mit Fesic. Keine Chance für den Torwart. Das war natürlich der klare Fehler davor gegen Gentner, gegen Brekalo. Asano nutzt die Gelegenheit, hatte selber die große Chance im ersten Durchgang. Jetzt macht er das Tor und Stuttgart führt kurz nach Wiederanpfiff mit diesem wichtigen, lang ersehnten Tor, um den ersten Platz klar zu untermauern, um Distanz zu schaffen gegenüber Berlin, Hannover und auch gegenüber der Eintracht, die jetzt wechselt im Mittelfeld. Es braucht neue Impulse. Moll geht, Schönfeld wird kommen, ehemaliger Bielefelder, der jetzt also reinkommen wird. Erster Wechsel von Thorsten Lieberknecht, der natürlich weiß, es fehlen langsam die Punkte, die Erfolge gehen aus. Sie waren Tabellenführer, sie schienen schon wirklich dicht dran zu sein, als man im Winter sagte, Mensch, Braunschweig, die stehen so gut da wie lange nicht. Und plötzlich dann diese Serie, dass man am letzten Wochenende in Sandhausen gewonnen hat, war nach 5 Spielen ohne Erfolg dann längst überfällig für eine Mannschaft, die aufsteigen will, aber trotzdem eigentlich zu wenig. Reichel. Wie reagiert die Eintracht? Zimmer abgelaufen gegen Oniel Hernandez. Einer der seltenen Fehler von Christian Gentner. Schönfeld. Kombeda, zuck. Kombeda, Roland. Abgeblockt, aber immerhin Eckstoß für Braunschweig. Wird der erste der Partie sein. Wechsel bei den Gästen aus Stuttgart. Terodde geht und Ginczek wird kommen. Reist also ein neuer Stürmer im Team von Hannes Wolf mit Daniel Ginczek. Langzeit verletzt, immer mal wieder. Jetzt seit einigen Wochen dabei für den VfB. Auch er will zurück in die Bundesliga. Hat bei Nürnberg und auch bei Stuttgart schon erste Liga gespielt. Und wird jetzt vorne zusammen mit Brekalo und Mané agieren. Eckstoß getreten von links vom Erfahrenen von Mirko Boland. Kein Problem für Langreck. Niemann. Schönfeld im Zusammenspiel mit Mirko Boland. Schönfeld.
Und Kombina. Immerhin, wenn ich das richtig gesehen habe, die erste Chance, die wirklich aufs Tor kommt bei den Braunschweigern. Handspiel, deswegen Freistoß für die Eintracht von Ginczek. Gerade eingewechselt. Stunde gespielt und die Eintracht wird allmählich besser. Vielleicht hat es das Gegentor gebraucht, dass man jetzt wieder nach vorne kommt. Boland. Walzwick hat mächtig Raum, um da einfach mal durch die Mitte durchzukombinieren. Zuck raus zu Reichel gegen Jean Zimmer. Duell der Außenverteidiger. Was macht Ken Reichel? Nächster Eckstoß für die Eintracht. Der Blick auf die mitgereisten Fans aus Stuttgart. Langer Weg für den Montagabend, aber für das große Topspiel kann man auch mal die vielen Kilometer machen aus Baden-Württemberg hier nach Niedersachsen. Das nochmal das Tor von Asano. Da kommen alle Braunschweiger zu spät, aber natürlich entscheidend der Fehler davor gegen Brekalo und Gentner. Jetzt also der Wechsel. Asano geht. Der Torschütze runter. Und das ist mit Julian Green die Leihgabe aus München von den Bayern. Jetzt für das Mittelfeld wahrscheinlich dann ein leichter Positionswechsel mit den Außenspielern. So, spät angezeigt. Auch Biala wird kommen bei den Braunschweigern. Neuer Mann, der im letzten Sommer aus Köln kam, von der Fortuna, die in der dritten Liga spielt. Dort vermutlich auch bleiben wird, im Mittelmaß steckt. Früher viele Jahre in der zweiten Liga gespielt hat. Biala hat die Chance genutzt, über die dritte Liga sich empfohlen für größere Aufgaben und wird jetzt zusammen mit Kombeda stürmen bei Braunschweig. Kombeda lässt sich auch mal weit fallen, um dann von hinten das Spiel zu gestalten. Hernandez gut gesehen, immer wieder gegen Zimmer. Das ist das Duell auf der linken Seite. Flanke ist gut, aber zu weit für Reichel. Ach, gesetzt von Zuck. Langerak. Größte Chance für Braunschweig durch Zuck, nachdem sich da alle verschätzen. Schien längst ungefährlich, weil die Flanke zu weit war von Reichel. Und dann kriegt Zuck den Ball und prüft Langerak. Nächste Chance für Braunschweig durch Mirko Boland. Sie haben sich klar gesteigert. Hernandez kann den Ball kontrollieren gegen Zimmer. Wieder das Duell. Wieder mit Hernandez. Wieder Ken Reichel gegen Carlos Mané. Schönfeld mal flach gelöst. Ginczek abgegrätscht, aber Walzwick nachgesetzt. Wieder Schönfeld. Roland. Biada und Boland! Ein Traumtor für Braunschweig! Ausgleich durch Mirko Boland! Trifft den Ball perfekt, wunderschön auskombiniert, Doppelpass und dann einfach abgezogen. So leicht kann es gehen. Boland mit dem Traumtor zu sein. War das wichtig für Braunschweig? Das kann der Weckruf sein für die letzten Minuten hier im Eintracht Stadion. Ein wunderschönes Tor. Und so wichtig für die Tabelle. Punkte sind so wichtig, auch heute gegen Stuttgart. Und sie wären jetzt wieder dicht dran. Ein Riesentor vom Erfahrenen, von Mirko Boland. Bundesliga gespielt, 12-13, 13-14, Verzeihung. Und jetzt dieses große Tor gegen Stuttgart. Keine Chance für Lengerek. Was macht der VfB jetzt? 20 Minuten bleiben. Ein Spiel, das mit dem Tor der Stuttgarter, da dachte man schon vorentschieden sei. Wird spannend, weil der VfB seit dem Tor allerdings auch nach vorne deutlich unsicherer wurde, wenig gezeigt hat. Das muss sich ändern. Sonst ist alles möglich für die Eintracht. Ginczek. Kommt gleich die Reaktion mit Daniel Ginczek. Zu weit vorgelegt. Kombeda. Hernandez. Vorne Boland, der jetzt immer wieder auch die Wege nach vorne macht. Schöne Verlagerung für Zuck, aber den falschen Laufweg erwischt. Deswegen Einwurf für den VfB. Gentner geht. Für mich der Stärkste heute bei den Stuttgartern. Berkay Özcan wird kommen fürs Mittelfeld. Mit der Aufgabe jetzt als junger, talentierter Spieler Impulse zu setzen. Zusammen mit dem eingewechselten Julian Green. Vorne Ginczek. Das waren jetzt die drei Wechsel von Hannes Wolf, der nicht mehr reagieren kann. Die Mannschaft muss jetzt so bis zum Ende durchspielen.
Mané gegen Hernandez. Kann er das gewinnen? So ist es. Gute Flanke. Ginczek verpasst. Brekalo. Vesic nochmal nachgesetzt. Und Vesic zur Stelle. Riesenchance für Stuttgart. Gleich zweimal. Erst Brekalo. Richtig gut gehalten von Vesic. Dann Ginczek. Kein Problem für den Braunschweiger Torwart. Die nächste richtig tolle Aktion nach dem Tor von Boland. Auch vom Torwart. Von Vesic, der Nachfolger von Gikiewicz wurde, der nach Freiburg ging. Früher in Aalen gespielt hat, dort Stammtorwart war, ehe der mittlerweile dort spielende Bernhard ihn verdrängte. Aber das kann so entscheidend sein. Jeder Punkt kann zählen und vielleicht ist diese Parade entscheidend. Zuck, klasse den Ball geholt, nicht im Aus. Geht weiter mit der Flanke für Biada, rausgeköpft von Baumgartel. Schönfeld raus zu Kombeda. Hat der da Platz gegen Mané und gegen Özcan? Ball versprungen. Hernandez, Mané sofort umgeschaltet. Ginczek raus zu Brekalo. Hat dieses Traumtor gemacht gegen Heidenheim. Vielleicht haben sie es gesehen vor einigen Wochen beim letzten Auswärtsspiel. Brekalo läuft mit Dekardi. Nächste scharfe Flanke. Green kommt nicht ganz ran. Walzweg zur Stelle. Nochmal Eckstoß für Stuttgart. Partie wird nochmal schneller, hat nochmal zugenommen an Tempo. Wechsel bei den Gastgebern. Hernandez geht. Hat sich einige Laufduelle geliefert mit Zimmer und mit Carlos Mané. Und das ist Nick Omladic, der kommen wird für die letzten 8 Minuten plus Nachspielzeit im Eintrachtstadion. Das ein Topspiel sieht, das am Anfang etwas langsam war, aber mittlerweile auf allerhöchstem Niveau ist. Hier spielen zwei Mannschaften, die alle mal Richtung Bundesliga schauen können. Brekalo. Tesic, harmloser Ball für einen, der eben diesen Schuss von Brekalo hielt. Diese Glanztat vor einigen Minuten. Kombeda kann sich durchsetzen gegen Green. Guter Freistoß von Boland. Es bleiben die entscheidenden Spieler, gerade Mirko Boland zusammen mit Kombeda, auch Hernandez über links immer wieder aufzusehen. Schönfeld, seitdem er kam im Mittelfeld, dazu der Torwart. Das waren heute Abend die am meisten gezeigt haben für Braunschweig, aber unterm Strich eine Mannschaft, die sich hineingearbeitet hat, nachdem sie deutliche Probleme hatten. Stuttgart hat sich belohnt mit dem Tor, hätte allerdings viel eher das Tor machen können. Es war mehr möglich für Stuttgart, das wissen sie ganz genau. Sie hätten viel eher höher führen können, dann müssten sie jetzt nicht zittern, müssten jetzt nicht kämpfen für die drei Punkte, sondern hätten sich vielleicht längst eine klare Führung erzielen können. Schönfeld, 2 Minuten bleiben. Reichel. Dekardi, es läuft die 90. Braunschweig müsste den Ball nach vorne spielen, aber das machen sie ganz kontrolliert, bis die Lücke da ist. Biada gut durchgesetzt. 3 Minuten werden nachgespielt. 3 Minuten Zeit vielleicht nochmal das entscheidende Tor zu machen. Wer das Tor macht, ist deutlich näher dran an der Bundesliga. Für Braunschweig wäre es überhaupt die Hoffnung, die zurück wäre. Für Stuttgart wäre es doch ein vorentscheidender Erfolg. Man hätte doch einen klaren Vorsprung gegenüber den Verfolgern, der natürlich noch nicht entscheidend ist, aber zumindest mal eine klare Ansage wäre. Zimmer, Baumgartel, 60 Sekunden bleiben. Wenn Stuttgart das Tor machen will, müssen sie jetzt nach vorne kommen mit Kaminski. Insua, nochmal die Seite gewechselt. Der Ball muss jetzt nach vorne. Sonst wird die Zeit abgelaufen sein. Wolfgang Stark schaut auf die Uhr. Es könnte es gewesen sein. Brekalo, letzte Chance nochmal. Ofosa je zur Stelle. Rückpass zu Fesisch. 3 Minuten abgelaufen. Es müsste Schluss sein. In wenigen Sekunden. Das war es an diesem Montagabend. Stuttgart gegen Braunschweig. Unentschieden.
Auch wenn der VfB bis zum Tor die klar bessere Mannschaft war, mehr Chancen hatte, Braunschweig hat sich hineingearbeitet, das wichtige Tor gemacht durch Mirko Boland. Am Ende ein Unentschieden, das die Braunschweiger sicherlich gerne mitnehmen, auch wenn sie mit einem Sieg wieder deutlich näher dran gewesen wären. Nächste Woche dann die nächste Chance mit dem Auswärtsspiel in Düsseldorf. Genau die gleiche Zeit wie an diesem Wochenende, Montagabend. Wir werden dann live dabei sein in Düsseldorf. Für die Stuttgarter geht es dann nächste Woche zu Hause gegen Bochum. Nächstes Spiel, um die Punkte zu sammeln für die Bundesliga. Ich bin ganz ehrlich, Stuttgart machte den besseren Eindruck, wenngleich Braunschweig gekämpft hat, sich den Punkt allemal verdient hat. Das war es hier an diesem Montagabend im Eintrachtstadion. Hat viel Spaß gemacht, ein Topspiel, das dem Namen allemal würdig war. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Hinweis noch, Donnerstagabend 5 nach 9 in der Europa League, das große Bundesliga-Duell. Gladbach zu Gast auf Schalke. Wir melden uns dann um 9 aus der Arena auf Schalke. Freuen uns darauf, sagen jetzt zunächst mal tschüss aus dem Eintrachtstadion. Viele Grüße aus Braunschweig und bis zum nächsten Mal.